Wir holen das Stroh weg. Wir setzen es in einer Biomethananlage um in Energie, vermeiden hier die CO2-Emissionen in der Landwirtschaft. Und der Reststoff, der dort übrig bleibt, das Lignin, das bringen wir als Dünger wieder zurück auf die landwirtschaftlichen Flächen. Phosphor, Kalium, Magnesium, was ja in irgendeiner Form in dem Stroh gebunden ist, kommt wieder zurück. Alles, was wir hier umsetzen zur Energie, ist Zellulose und Hemicellulose. Sodass wir wirklich einen perfekten Kreislauf haben, wo die Landwirtschaft davon profitiert und natürlich auch das Klima.